bist mit diesem Mann verheiratet? Das hab ich doch gerade gesagt. Ich rede nicht mit Ihnen. Ich möchte eine Antwort von meiner Tochter. Samir, antworte mir. Ist das dein Mann? Nein. Aber ihr seid verlobt? Wir sind kein Paar. Warum lügen Sie mich an? Samir wird auf keinen Fall mit Ihnen zurück nach Afrika gehen, um mit irgendeinem Viehhändler verheiratet zu werden. Gregor. Was geht Sie meine Tochter an, wenn Sie nicht Ihr Mann sind? Komm mal mit. Hübsche Krawatte. Klassiker. Sowas hat ja fast jeder um den Hals, hm? Ich hätte aber auch Ihr schräges Geschenk umgebunden. Ich habe schon gehört, dass Victoria Ihnen die Krawatte wieder abgenommen hat. Tja, wie soll ich sagen, sie fand sie ziemlich geschmacklos. Sagen Sie mal, ist Ihre Schwester jetzt eigentlich sauer auf Sie, weil Sie die Krawatte gekauft haben, oder auf mich, weil ich sie umbinden wollte? Ich wollte Victoria nur beweisen, dass man mich nicht alleine einkaufen schicken darf. Sie waren sauer, weil Victoria lieber mit mir zur Weinprobe anstatt mit Ihnen zum Anzug kaufen gefahren ist. Und jetzt weiß sie, dass sie als meine Styling-Beraterin unentbehrlich ist. Für mich aber genauso. Ja, bei Ihrer Begeisterung für die hässliche Krawatte. Sie brauchen bestimmt eine. Wohnungsanzeigen. Suchen Sie was. Ich nicht, aber Victoria. Wie? Sie braucht eine neue Wohnung? Nein, sie will ein Zimmer vermieten. Oh, Sie denken, das ist wieder einer meiner kleinen Tricks? Bitte. Tatsächlich. Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Ich wollte dir nur helfen. Ich hab's nur gut gemeint. Gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Meine Lüge war doch perfekt. Wenn du hier schon einen Mann hast, dann kann dich dein Vater nicht mit irgendeinem anderen verheiraten. Er hätte die Wahrheit sowieso sehr bald rausgefunden. Ach, der wäre längst abgereist, weil er gedacht hätte, du hättest hier eine neue Heimat gefunden. Was soll er da noch in Deutschland? Mein Vater lässt nicht so schnell locker. Ja, aber dann kann ich noch viel weniger verstehen, was du dagegen hast, dass ich dich als meine Frau ausgebe. Das ist doch der beste Schutz. Oder willst du ihm nichts vorspielen? Geht's darum? Ich kann ihm nicht vorspielen, dass ich dich liebe. Weil ich dich nicht lieben darf. Was willst du hier? Was ist das für eine Begrüßung? Was hast du erwartet? Dass du dich ein bisschen freust. Ich freue mich jedenfalls, dich zu sehen. Gut, jetzt hast du mich gesehen, dann kannst du jetzt wieder gehen. Ich möchte mit dir sprechen. Ich muss arbeiten. Du bist immer noch so schön wie damals, als du meine Königin warst. Das bin ich aber nicht mehr. Doch, so schön wie der Tau auf den Blättern des Bananenbaums vor unserem Haus. Spar dir deine Komplimente. Erinnerst du dich, wenn der große Regen kam? Wir beide am See, das frische Wasser, wir baden. Hier regnet's auch, haben wir auch. Das kann man nicht vergleichen. Nein, das Leben mit dir ist wirklich mit nichts zu vergleichen. Du fühlst dich also wohl? Auch wenn du hier glücklicher sein solltest als an meiner Seite. Wir können doch trotzdem einen Kaffee zusammen trinken. Das glaube ich einfach nicht. Gregor hat doch tatsächlich behauptet, ich sei seine Frau. Wenn er wüsste, wie sehr ich mich danach sehne.
Aber er hat's nur gesagt, um mir zu helfen. Nicht, weil er es ernst meint. Gregors vorgespielte Liebe, das halte ich nicht aus. Auch ohne ihn. Ich will mich nicht mehr vor meinem Vater verstecken. Ich kann mich wehren. Vater darf keine Macht mehr über mich haben. Ich schaff das schon. Auch allein. Worüber denkst du denn so angestrengt nach? Bist du unserem Gast heute Abend kochen sollst? Du bist sauer, dass ich Samir einfach so mitgebracht habe. Ja, du hättest mir vielleicht Bescheid sagen können. Ich hab's ja selber nicht gewusst, Felix. Das war eine spontane Idee. Wie lange bleibt sie? So lange wie nötig. Sie hat Angst, dass ihr Vater sie findet bei ihrer Mutter und dank Huber in der Blockhütte. Wahrscheinlich besser, sie wohnt bei uns. Ja. Ich weiß, dass das nicht einfach für dich ist. Es tut mir leid. Ja. Schon gut. Samir war recht entspannt, als sie mich vorhin gesehen hat. Entspannter als bei mir. Dann hast du es eigentlich endlich kapiert. Samir hängt immer noch an dir. Deswegen hat sie sich auch von mir getrennt. Die Sache zwischen Samir und mir ist längst vorbei, Felix. Alte Liebe rostet nicht. Ich bin mit Leonie zusammen und ich bin glücklich mit ihr. Ja, das solltest du mal ein bisschen mehr betonen. Ansonsten merkt man es nämlich nicht. Halt dich da raus. Danke. Ich muss wieder an die Arbeit. Ah, so hektisch warst du nie bei uns zu Hause. Ich bin nicht mehr in Afrika zu Hause. Du lebst lieber in einem Land, in dem du nicht mal mit deinem Mann Kaffee trinken gehen kannst. Ich arbeite hier. Da kann ich doch nicht während der Dienstzeit stundenlang mit dir hier rumsitzen. Bei mir müsste meine Königin nicht arbeiten. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Nicht für fremde Leute. Du wolltest mit mir reden, also sag jetzt, worum geht es? Es ist schön hier. Sehr schön, ein Paradies. Ja, ich bin gern hier. Das Paradies ist der richtige Ort für dich. Das ist das Land deines Vaters. Endlich bin ich in Deutschland und kann die Sprache sprechen, die ich von dir gelernt habe. Unsere Geheimsprache. Niemand hat uns verstanden, bis auf Samir. Du redest so, als wären wir ein Paar, das hier Urlaub macht. Für mich sind wir ein Paar. Was ist mit deiner Zweitfrau? Du hast mich verjagt, weil ich das nicht akzeptiert habe. Es war ein Fehler. Sie war die falsche Frau. Du hast dich getrennt? In meinem Herzen bist nur du. Daher weht der Wind. Du bist allein. Da hast du dich wieder an Samir und mich erinnert. Aber meine Liebe... Hör auf mit dem Unsinn! Geheimsprache! Ich gehe lieber putzen, als dass ich wieder deine Königin bin. Oh, Sie bringen mir meinen Urlaubsschein, danke. Das ist das eine Blatt. Und das andere? Würde Ihnen eine Menge Vorteile bringen. Sie unterzeichnen hier, kündigen und bekommen eine großzügige Abfindung. Wieso denn kündigen? Ich wollte nur Urlaub. Ja, Jahresurlaub, Babypause, Mutterschutz. Glauben Sie mir, das hier ist die viel bessere Alternative. Ja, für Sie vielleicht. Also ich will nicht kündigen. Es ist mir völlig egal, wie viel Geld Sie mir geben würden. Sie können doch nicht eine werdende Mutter einfach rausschmeißen. So war es auch nicht gemeint. Ja, wie denn sonst? Du, den Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz, den darfst du nicht aufgeben. Ja, ich will auch nur Urlaub. Danke, und sonst nichts. Ja, dann viel Spaß im Urlaub. Urlaub? Bitte nicht.
Sie dürfen mich nicht verlassen. Nicht jetzt denken Sie an unser Projekt. Leonie Preisinger muss eine perfekte Köchin werden. Ich werde Sie auch nicht verlassen. Oh, da fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen. Ja, ich gehe in den Urlaub. Oh, das finde ich auch sehr bedauerlich. Aber wenn ich offen sein darf, Frau Sonnbichler ist für mich unentbehrlich. Ach ja. Ich würde es nie wagen, in Urlaub zu gehen, ohne Sie vorher um Erlaubnis zu bitten. Da bin ich aber jetzt heilfroh. Ich gehe meine Mama besuchen. Die hat vorher auch im Fürstenhof gearbeitet. Ach, da gehört sie auch zur Fürstenhof-Familie. Mhm.